Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Heute mit zwei Überbleibseln vom Tata Steel Chess Festival. Ich habe ja sehr ausführlich berichtet in meinen letzten Videos, immer die Partie des Tages gezeigt. Und heute in der Folge 10 von der Serie Schachtechnik habe ich noch zwei Beispiele übrig, die ich zeigen möchte. Wir fangen an mit dieser Stellung hier, und zwar aus der Partie zwischen Wesley So und Alireza Firouzja. Wesley So, der amerikanische Großmeister, spielt hier mit Weiß und Firouzja spielt mit Schwarz. Weiß ist am Zug. Schauen wir uns die Stellung mal an. Worum geht's? Weiß attackiert hier diesen Bauern. Allerdings ist der Springer hier gefesselt auf F3 und so ohne weiteres kann Weiß nicht auf E5 nehmen, also wenn er mit dem Läufer nehmen würde, dann würde Schwarz hier diesen Bauern auf A3 nehmen und das würde zu einer asymmetrischen Bauernstruktur führen. Schwarz hätte eine Bauernmehrheit am Damenflügel und könnte ganz gut mithalten hier. Wie spielt das hier Wesley So? Wie setzt er fort? Denkt mal selber nach. Ich werde jetzt auch im Laufe des Videos immer wieder Fragen stellen. Ihr könnt das Video pausieren und dann selbst über die Antwort nachdenken. Ich werde einfach dann die Antwort hier schon zeigen. Er spielt hier H3, greift den Läufer an, ein starker Zug. Und warum ist das ein starker Zug? Der Läufer, Schwarz muss sich entscheiden, was er mit dem Läufer macht. Er kann nicht zurückgehen und die Fesselung aufrechterhalten, weil dann folgt G4. Und der Bauer E5 würde einfach fallen. Der Läufer müsste zurück und dann könnte Weiß hier zuschnappen und würde einfach einen Bauern gewinnen. Das heißt, Schwarz muss tauschen. Und was bringt das Weiß? Ganz einfach. Er gewinnt das Läuferpaar. Kleiner positioneller strategischer Vorteil, womit er hier spielen kann, der Weiße. Und wir werden sehen, wie es so das weiter behandeln wird. Dame D8 greift den Läufer an, Dame geht zurück, Dame D5. Läufer C2, vielleicht nicht so schnell, hier hätte ich vielleicht eine Frage stellen sollen. Zweite Phase, wie spielt hier so weiter? Er versucht jetzt hier die Damen zu tauschen. Oder er bietet den Damentausch an. Ganz einfach, er will ins Endspiel gehen und dann mit dem Läuferpaar im Endspiel spielen. Er hat hier einen statischen Vorteil, nämlich dieses Läuferpaar und möchte die Dynamik irgendwie so gut es geht komplett rausnehmen aus der Stellung. Dazu gehört es, die Damen zu tauschen, um dann halt mit dem Läuferpaar im Endspiel den Versuch zu starten, den Vorteil zu verwerten. Ob dieser Vorteil ausreicht, muss man dann immer konkret schauen, aber es ist im Prinzip ist es ein Spiel auf zwei Ergebnisse. Nämlich Weiß gewinnt oder es wird Remis. Schwarz spielte jetzt hier Springer D6 und jetzt folgte Dame D3 natürlich. Er bietet den Damentausch an. Und so richtig kann Schwarz dem Damentausch nicht aus dem Weg gehen. Er könnte die Dame etwas passiver stellen auf E6, aber dann nach B4 bekommt Weiß neue Möglichkeiten, um auf Vorteil zu spielen. Also Schwarz nahm jetzt hier raus. Gut, jetzt hat Weiß das Läuferpaar, wie gesagt, im Endspiel. Es ist ein Spiel auf zwei Ergebnisse, weil nur noch mit drei Leichtfiguren jeweils ist es sehr schwierig, große dynamisches Gegenspiel aufzubauen für Schwarz. Im Moment ist der Bauer auf E5 angegriffen, der muss gedeckt werden. Wie geht's weiter? Weiß, und jetzt kommt ein typischer Zug, vergrößert seinen Raumvorteil mit G4 am Königsflügel. Sobald man das Endspiel erreicht hat, kann man wunderbar die Bauern vorschieben. Auch vom König. G6. Und jetzt kommt ein weiterer interessanter Zug, der zeigt, dass Wesley So die ganze Zeit darauf spielt, am Ende mit dem Läuferpaar gegen Läufer und Springer übrig zu bleiben. Er bietet den Springer zum Tausch an. Und auch hier ist es schwierig für Schwarz, dem Tausch aus dem Weg zu gehen. Er könnte F6 spielen, dann würde Weiß hier tauschen und dann mit B4 fortsetzen. Und dann hätten wir genau das Szenario, dann hätte er genau das Szenario, was er haben wollte, nämlich Läuferpaar gegen Läufer und Springer. König kommt ins Spiel, oder über F1 nach E2. Und peu à peu kann er hier versuchen, seinen Vorteil zu verwerten. Firouzja hatte nichts einzuwenden gegen den Tausch und spielte so im Endeffekt eine ähnliche Version. Er vertraut darauf, dass seine Stellung genug
ja, solide genug ist, um sie zu verteidigen. Es ist tatsächlich so, dass solche Stellungen immer, wie gesagt, man spielt auf zwei Ergebnisse. Entweder weiß die Seite mit dem Läuferpaar gewinnt oder es wird Remis. Bei perfektem Spiel sollte das auch Remis sein, aber wir werden sehen, es ist nicht einfach zu verteidigen am Brett. Hier machte Schwarz auch schon einen Fehler. Er hätte sich eher passiv verhalten sollen, er hätte den Bauern decken sollen mit Läufer D6 oder vielleicht F6. Stattdessen spielte Schwarz E4. Das ist ein ungenauer Zug, weil der Bauer auf E4 zu einer Schwäche neigt. Jetzt kam B4 natürlich, greift den Springer an, der muss nach D3. Ansonsten ist der Bauer E4 einfach weg, greift den Läufer an. So. Weiß sollte jetzt erstmal den Läufer wegziehen, das tut er, Läufer C3. So, jetzt hat Schwarz das Problem hier, dass latent dieser Bauer natürlich fällt. Idee ist natürlich König F1, König E2, um den Springer anzugreifen. Das ist der simple Plan hier. Das macht er auch. König F8, König F1. So, jetzt spielt der Schwarz F5 hier. Das ist wichtig, um den Bauern E4 zu decken, aber auch um zu versuchen, Gegenspiel zu kreieren hier mit dem Angriff auf den Bauern G4. Hier hätte Wesley so switchen müssen. Was ist hier der beste Zug? Er spielte das ganz ruhig weiter und versuchte das statisch weiter zu verwehren, aber man sieht auch, manchmal muss man auch konkreter spielen. Er spielte König E2. Besser wäre tatsächlich G mal F5 gewesen, G mal F5 und jetzt Läufer B3. Und wir sehen, diese Läufer sind extrem stark. Die Stellung hat sich geöffnet. Die wirken komplett in diese schwarze Stellung hinein. Der schwarze König kommt nicht nach vorne. Und konkret droht Läufer F5. Die Variante geht Läufer E6 natürlich. Die Variante geht weiter mit Läufer H4. Schwarz kreiert Gegenspiel gegen den Bauern. Aber das Problem ist, dass der weiße Läufer sich durchfrisst hier auf diesen Feldern. Und am Ende gewinnt Weiß einen Bauern. Der Bauer E4 fällt letztendlich. Die Stellung hat sich komplett geöffnet und Weiß hat mehr Bauern auf der H-Linie. Das ist sehr, sehr gewinnträchtig. Stattdessen spielte Wesley so weiter seinen ruhigen Stil weiter. Weiter. Ganz typisch für den amerikanischen Großmeister, der häufig aus meiner Sicht das Risiko vermeidet und versucht so ein bisschen, ja, um Fußballjargon zu nutzen, den Ball ins Tor zu tragen, anstatt mal so ein bisschen aggressiv zu spielen oder für die Galerie. Immer sehr, sehr sicher, auf Sicherheit betont. König E2 greift jetzt den Springer an. Gut, der Springer hat jetzt nicht wirklich ein Feld, wo er wegziehen kann. Da macht ja keinen Sinn, ne? Wenn Springer C1 kommt einfach König D2 mit Angriff. Aber wie kann Schwarz hier Gegenspiel kreieren? Das ist auch ganz wichtig, in solchen Stellungen zu versuchen, mit der verteidigenden Seite sich nicht zu passiv zu verhalten. Ganz wichtig ist hier H5 mit dem Versuch, Gegenspiel zu kreieren auf der anderen Seite. Wir werden sehen, das wird auch zwei Züge später noch sehr wichtig werden. Gut, er spielte hier König Läufer D8, der Fiducia. Es kam jetzt natürlich Läufer D3, C D3, König D3. So, Weiß hat einen Bauern gewonnen, aber die Stellung ist nicht so leicht. Das liegt auch daran, dass die Bauern hier natürlich ungünstig stehen für Weiß, ne? Denn die stehen auf der Farbe des eigenen Läufers. König F7. Und jetzt kam ein logischer Zug, E4. Weiß möchte die Stellung natürlich jetzt ein bisschen öffnen im Zentrum, damit auch der König weiter vordringen kann. Ja, König D4 zum Beispiel würde wenig Sinn machen, weil es kommt Läufer F6 Schach und der König müsste wieder zurück und Schwarz würde die Züge wiederholen. Also E4. So, einmal nehmen. Das ist logisch. So, und jetzt hier ein ganz wichtiger Moment in dieser Partie. Und ja, was ist hier der erste Zug für Schwarz, der einem auffällt, um Gegenspiel zu kreieren? Ganz klar, hat er aber nicht gespielt, H5. GA5, GA5. Und hier ist es überhaupt nicht klar, ob Weiß gewinnen kann. Ich habe ein bisschen rumgerechnet. Zuerst zeigen die Computerprogramme hier klaren Gewinn für Weiß, aber je länger man sie rechnen lässt und auch ein paar Züge eingibt, ist es gar nicht so klar, ob Weiß diese Stellung gewinnen kann, weil Schwarz kann versuchen, natürlich Gegenspiel durch seinen starken Freibauern auf der H-Linie zu generieren.
F4 wäre logisch, H4. Der König kann sich jetzt annähern dem H-Bauern. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht klar, ob Weiß hier gewinnt. Also versuchen, Gegenspiel zu kreieren. Das ist ein wichtiger Moment in solchen Situationen. Stattdessen verhält sich Fiducia passiv. Er spielt G5. Das sieht schon ziemlich hässlich aus, weil er den Bauern auf einem schwarzen Feld stellt, also auf der Farbe des eigenen Läufers. Er wollte hier natürlich hier so eine Art Blockade errichten, aber, und jetzt kommt ein ganz starker Zug von Weiß, und ich vermute, dass das Fiducia unterschätzt hat. Es gewinnt auch nur ein Zug. Ihr könnt ja selbst wieder nachdenken. Und zwar gewinnt hier nur König D4, nämlich das Eindringen mit dem weißen König in die schwarze Stellung. Auf Läufer F6 Schach folgt jetzt, na, auf Läufer F6 Schach folgt jetzt natürlich E5, wird einfach abgeblockt, der Schach. Es kommt aber dieses andere Schach, Läufer B6 Schach, und Schwarz gewinnt diesen Bauern, aber jetzt läuft der König hier einfach rein und bedient sich hier an diesem Bauern. So, Schwarz stellt den König auf C6, so dass der weiße König hier nicht richtig raus kann. Aber wir haben ja einen Freibauern auf der E-Linie, der läuft jetzt. Läufer E3, E6, Läufer C1, Gegenangriff auf diesen Bauern. Und jetzt kommt der letzte kleine feine Zug, der wichtig zu sehen war, A4. Weiß schafft sich noch einen Freibauern auf der B-Linie. So, hier gab Schwarz auf. Hier sind zwei Freibauern. Es droht einfach jetzt B5, B6 und so weiter durchzulaufen. Ja, was soll Schwarz machen? Er könnte vielleicht den spielen, aber dann folgt B5 Schach, König D5 und jetzt E7 natürlich. Und ja, Weiß holt sich einfach eine Dame im nächsten Zug. Das war's. Läufer B2 könnte man noch probieren, aber es ist völlig egal. Weiß holt sich eine Dame direkt und ja, ist gewonnen. Also, Fazit. Gehen wir nochmal an den Anfang. Weiß hat hier einen kleinen statischen Vorteil, den vergrößert er, indem er das Läuferpaar sich sichert. Ganz wichtiges Moment, strategisches Moment. Das Läuferpaar ist sehr stark, auch im Endspiel. Und danach vergrößert so seinen Vorteil, indem er die Stellung weiter statisch behandelt und alles abtauscht. Und einfach die Dame tauscht, dann tauscht er noch eine Leichtfigur kurze Zeit später und spielt halt mit diesem Läuferpaar am Ende gegen Läufer und Springer. Schwarz hatte zwar die Möglichkeit, dynamisch entgegenzustellen, indem er selbst ein Freibauern bildet später auf der H-Linie, hat er aber nicht gemacht und dementsprechend konnte So die Partie gewinnen. Kommen wir zum zweiten Überbleibsel, wie ich schon genannt habe, von Weikansee, das ich für diese Serie aufbewahrt habe. Ich lade es kurz und wieder ist Alireza Firouzja involviert, diesmal allerdings mit Weiß gegen Anish Giri, dem holländischen Großmeister. So, wir haben dieses Turmendspiel hier. Was ist der Vorteil von Weiß in diesem Turmendspiel? Ganz klar, er hat hier einen Freibauern auf der E-Linie, der wird unterstützt durch einen Turm, der idealerweise hinter dem Freibauern steht. Der schwarze Turm blockiert diesen Bauern. Hinzu kommt, dass Schwarz hier einen Doppelbauern hat. Gut, der ist jetzt nicht so schlimm, weil dieser Bauer hier auf G2 ist rückständig in diesem Fall. Schwarz hat noch eine Bauernmehrheit auf der Seite. So, was macht man in so einem Endspiel? Der Turm ist ideal postiert auf E3. Kann man nicht verbessern. Ganz klar, man muss den König jetzt ins Spiel bringen, denn die Könige spielen nicht mit. Ne? Die Könige sind in den Ecken und es ist wichtig, den König ins Spiel zu bringen. Also König G1. So, der König möchte nach vorne. Den Freibauern unterstützen, eventuell den Bauern H4 angreifen, gleichzeitig auch den Turm auf E3 wieder entbinden von der Verteidigung des E-Bauern. Schwarz macht natürlich das Gleiche. König F2, König G6. So, es sieht so aus, als ob Schwarz sehr schnell ist, um den weißen Bauern auf E5 anzugreifen. Deswegen macht es jetzt wenig Sinn, König F3 zu spielen. Das wäre wegen König F5 ja, nicht so präzise. Besser hier. Na, wo sind wir? Hier ist Turm E4 mit Angriff auf den Bauern H4. So, wenn jetzt Schwarz König F5 gespielt hätte, dann hätten wir hier genommen mit Tempo, weil H7 angegriffen wird. Ist nicht im Sinne von Schwarz, deswegen zog er Turm E7 prophylaktisch, deckte die siebte Reihe ab. Jetzt kommt aber der König nach vorne und hier
machte Giri schon einen Fehler. Man sieht schon auch, wie schwierig solche Endspiele für auch sehr starke Spieler sind. Also die besten sind ja mit die besten Spieler der Welt. Und wenn solche Leute schon solche Endspiele Fehler machen, gut, man muss bedenken, das ist der 40. Zug. Es ist nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Der 40. Zug ist immer problematisch, auch für solch starke Spieler. Hier hätte Schwarz mit A5 direkt sein Gegenspiel am Damenflügel beginnen müssen. Also auch hier wieder dynamisch versuchen, seine Mehrheit am Damenflügel einzusetzen. Aber sehr verständlich, er zog König F5 und greift diesen Bauern an hier. Er möchte unbedingt diesen Bauern gewinnen. Das macht Sinn. Aber jetzt nimmt Weiß erstmal diesen Bauern auf H4. So. Schwarz muss jetzt aber mit dem König nehmen. Wenn er Turm nimmt, dann kann Weiß den Bauern auf H7 nehmen. Das ist offensichtlich gewonnen, weil Weiß hat plötzlich zwei verbundene Freibauern und der Turm auf der 7. Reihe ist sehr aktiv. Also König E5. So, und jetzt ganz wichtig, wie geht es hier weiter? Wie transformiert Fiducia in ein gewonnenes Endspiel? Mit Transformieren habe ich es im Prinzip schon verraten, denn er spielt Turm E4 Schach. Er tauscht die Türme und geht in ein Bauernendspiel. So, dieses Bauernendspiel ist natürlich gewinnträchtig für Weiß. Warum? Aus einem ganz simplen Grund. Er hat zwei verbundene Bauern am Königsflügel und er kann schneller einen Freibauern bilden als Schwarz auf der anderen Seite. Und sein König ist etwas aktiver. Er steht etwas weiter vorne. Das ist in Bauernendspielen von großer Bedeutung. So, hier wäre G4 logisch gewesen. Wahrscheinlich auch der präziseste Zug. Er spielt aber König F4. Gewinnt auch. Bringt den König nach vorne. So, Schwarz spielt er jetzt König F6. Zäher wäre König E6 gewesen, ja, aus bestimmten Oppositionsgründen, aber ich erspare euch die Feinheiten. Weiß gewinnt auch nach König E6, wenn er mit König E4 fortsetzt. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ich habe das mit der Engine noch ein bisschen tiefer analysiert. Alles nicht so einfach. Gut, bleiben wir bei der Hauptvariante. König F4, König F6. G4. Weiß setzt natürlich seine Bauern in Marsch. So, Schwarz spielt A5. Er setzt auf der anderen Seite seine Bauern in Marsch. Und hier gibt es nur einen Gewinnzug. Und Fiducia war in der Lage, das auch zu berechnen. Bauernendspiele sind viel, viel schwieriger, als man denkt. Denn es gibt, obwohl sehr wenige Figuren eigentlich übrig sind, gibt es doch ziemlich viel zu berechnen. Vor allen Dingen in der Tiefe, weil man natürlich diese Bauernrennen häufig korrekt berechnen muss. Hier gewinnt nur der Zug A4. Interessant. Was passiert, wenn man H4 spielt, was ja auch sehr logisch aussieht? Schauen wir uns das mal an. Dann folgt A4, G5 Schach. So, Weiß versucht auf seiner Seite einen Freibauern zu bilden, aber Schwarz ist auf der anderen Seite genauso schnell. C5, König E4, B5, G6, schlagen, schlagen. König F6, König D5, C4. So, wir sehen, das sieht eigentlich total gewonnen aus für Weiß, aber es droht sehr stark A3 hier. Also König C5 wäre jetzt hier zum Beispiel ein kapitaler Fehler wegen A3 und wir haben ein typisches Durchbruchsmotiv. Und plötzlich bekommt Schwarz hier eine Dame. Deswegen muss nach C4 hier Weiß erstmal ein Tempo verschwenden mit A3. Jetzt kommt B4 extrem stark. Gleiche Idee, wenn Weiß hier nimmt, dann kommt natürlich sowas wie A3 oder C3, ein Durchbruchsmotiv und Schwarz hat plötzlich einen Freibauern. B4, Weiß muss auf C4 nehmen, jetzt kommt Schlagen, Schlagen und Schwarz ist mit seinem König rechtzeitig, um die Remisstellung einzunehmen. Das ist ja ein Randbauer, wenn der König es in die Ecke schafft. Schauen wir uns noch kurz die Variante an. Weiß kommt natürlich mit dem König nach A7, aber der schwarze König stellt sich auf C7 in diese Position und da wir am Brettrand uns befinden, kommt Weiß hier nicht weiter, weil er den Weg nicht freimachen kann für seinen Freibauern auf der A-Linie. Also in dieser Stellung H4 ist nur Remis, weil am Ende schaffte Schwarz rechtzeitig auch einen Freibauern zu bilden, beziehungsweise seine Bauern am Damenflügel abzutauschen und die weißen Bauern zu gewinnen. A4 verläuft aber anders. Hier gibt es zwei logische Züge für Schwarz, entweder H6 oder B5. Schauen wir uns erstmal B5 an. B5 folgt B3. Das ist der Unterschied.
einmal schlagen, C5 und jetzt kommt H4, H5 und Schwarz verliert hier. Problem ist, wenn C4 kommt, dann ist natürlich der weiße König direkt dran, ne? Und der schwarze König braucht auf der anderen Seite viel länger. Und wenn nach H5 weil schwarze König nach D6 geht, um König D5 zu verhindern, dann folgt dieser Durchbruch, dieser klassische H6. Und dann holt sich Weiß ganz fix eine Dame. Also nach A4, B5 verliert. Das sah jetzt Anishgiri, er spielte H6. Aber jetzt kann Weiß auf der anderen Seite sehr schnell Freibauern bilden mit H4, König E6, G5 nehmen. So, und jetzt war er auf der Hut, denn es gewinnt wieder nur ein Zug hier. HG5 ist immer noch ein Fehler wegen B5. Und der schwarze König stoppt sehr schnell den G-Bauern. Besser ist König schlägt G5, der einzige Gewinnzug. König schlägt G5 droht König G6, wonach der Bauer sehr schnell zur Dame laufen würde. Deswegen zog Schwarz König F7. Jetzt geht der König aber einfach zurück. B5, König E5. Und wir sehen, Weiß behält diesen Freibauern auf der H-Linie. Und Schwarz kann auf der anderen Seite leider keinen Freibauern bilden. Der weiße König ist sehr nah dran an den Bauern. Zum Beispiel BA4 bringt nichts. Ein Doppelbauer auf einer Linie ist genauso wie ein Bauer. Der weiße König läuft einfach ran, holt sich hier alles ab. Und dann gewinnt dieser Bauer. Und während Schwarz hier zum H-Bauern läuft, um den zu gewinnen. Aber das dauert viel zu lange. Und ja, Weiß ist auf der anderen Seite einfach sehr schnell. Nach König E5, ja, was gibt es hier noch? B4 ist nicht anders, dann läuft der König einfach hier rein. Also die Drohung König D6 ist einfach hier entscheidend. Und wenn Schwarz das verhindert, dann sollte Weiß einfach durch diesen Zug gewinnen hier, H5. Irgendwann den schwarzen König ablenken, hinlenken zum weißen H-Bauern und dann kommt der weiße König rein. Ja, das waren noch zwei Überbleibsel. Auch hier wieder. Kurze Zusammenfassung. Wir befinden uns im Endspiel. Aktivierung des Königs. König ist extrem wichtig in Endspielen. Aktivieren und dann letztendlich transformieren in ein gewonnenes Bauernendspiel. Wir haben auch hier wieder eine Transformation gehabt, wie im Beispiel davor. Dieses Endspiel war natürlich deutlich schwieriger als das Endspiel zuvor, wie ich finde. Hier gab es auch viel, viel mehr zu rechnen, gerade in diesem Bauernendspiel. Aber vom Schema her ähnelt es sich, ne? Statischer Vorteil und immer mehr Eindringen in das letzte Endspiel hinein, in die letzte Endspielphase hinein und dort den Vorteil verwerten. So, ich hoffe, diese Beispiele haben euch gefallen. Ich denke, sie waren lehrreich. Endspieltechnik, ein ganz wichtiges Thema. Bleibt mir gesonnen, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder auf The Big Greek.